Einer der bekanntesten deutschen Künstler der Gegenwart war zu Gast in Landau. Markus Lüpertz wird zu den Big Five der deutschen zeitgenössischen Kunst gezählt. In der Galerie Z fand die Vernissage zur Eröffnung der Kunstausstellung statt. Heute an diesem herrlichen Tag können wir eine weitere Erzählung hinzufügen. Hier in Landaus Mitte mit dem Frank-Lübschen Haus und dem alten Kaufhaus in der Nachbarschaft, wo man Landaus Geschichte sehen, spüren, ja geradezu atmen kann. Hier pocht das kulturelle Herz unserer Stadt. Arkadien, Ort eines glücklichen Lebens, ist die Landschaft, die Markus Lüpertz für seinen neuen Grafikzyklus gewählt und wo er eine ganze Reihe von Figuren der antiken Mythologie versammelt hat, um Zeugnis vom Menschsein abzulegen. Weiß ich kein nichts ahnen, schmaler Weg, es strahlen, weit verstreute goldene Körner in ihren gelben Armen. Wunderschöne Blumenwagen tragen, verstellen mir die Sicht. Bin ich ein Schwärmer, ein Mottenkönig, der Licht verdient? Fürchtet die Flammen, das rollende Haar, die blaue Spange pressen, eisverblaute Fingerkuppen aus, rußverschmierten Sternenschnuppen, Tränen auf die rosa Wangen. Sowohl Grafikzyklus als auch Buch entwerfen das Bild einer idealen Gesellschaft, deren Bewohner längst nicht so frei sind, wie sie es sich wünschten. Einzig die Malerei, so Lüpertz Fazit, gibt Hoffnung, das Erblinden unserer Gefühle aufzuhalten.